Hallo meine Lieben, heute geht es um das Thema Zeitmanagement, wenn man sich nebenbei ein Network-Marketing-Business aufbaut. Und da fange ich gleich mit einer kleinen Geschichte von mir an. Ich bin jetzt seit über 4 Jahren im Network-Marketing beruflich tätig und da bin ich so reingerutscht. Also das war nicht von vornherein meine Idee. Ich werde jetzt Networker. Ich wusste gar nicht, was das ist, um ehrlich zu sein, als ich da reingestolpert bin. Und am Anfang war das halt so, ja, ich hatte so viel zu tun. Also jeder hat einfach viel zu tun. Darum ist ein Zeitmanagement extrem wichtig und ich kann euch da, glaube ich, heute ein paar Tipps geben. Also am Anfang war das bei mir so, ich war alleinerziehende Mama, ich hatte oder habe ein Haus, ich habe einen riesen Garten, ich hatte damals, mein Sohn war halt noch klein und kleine Kinder brauchen einfach viel mehr Aufmerksamkeit und ich hatte einen Hauptjob und ja, irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Also jeder hat irgendwie Stress und arbeiten, Kind, Haus, Garten, keine Ahnung. Und sich dann nebenbei noch ein Business aufzubauen, das kann ganz schön stressig werden oder eben auch nicht. Und ich glaube, einfach ein gutes Zeitmanagement ist ganz, ganz wichtig. Und wie mache ich das? Also, erstens, versuche ich die Dinge komprimiert zu machen, also auf den Punkt. Und ich plane da schon so ein bisschen und habe so meine wichtigsten To-Dos, die ich dann auch gleich mal erledige am Tag und Sachen, die nicht so wichtig sind. Und es gibt einfach so Haupt-To-Dos, also gerade wenn ich mir nebenbei meine Selbstständigkeit aufbauen möchte, dann ist es ganz, ganz wichtig, am Anfang dran zu bleiben, die ersten 2 Jahre, sich richtig reinzuhängen, fleißig zu sein und auch einfach täglich über seine Company zu sprechen oder auch über die Produkte zu sprechen, weil was machen wir Networker im Empfehlungsmarketing? Wir empfehlen das, was uns gefällt und das, was wir gut finden und wir gewinnen halt so Kunden und Partner. Wenn ich aber nicht drüber rede oder nicht einlade zu Homepartys oder zu Businessgesprächen, dann wird natürlich gar nichts passieren. Und jetzt ist es so, am Anfang baut man sich das ja nebenbei auf. Das heißt, ich habe meistens einen Hauptjob und dann starte ich mein zweites Standbein und versuche mir das nebenbei aufzubauen. Und ich selber bin ja auch noch da. Also ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Der erste Punkt ist, du bestimmst dein eigenes Tempo, das ist ganz klar. Je mehr man macht, umso schneller wird man erfolgreich. Und das Tempo bestimmt man in seiner selbstständigen Tätigkeit im Network-Business natürlich selbst. Also du entscheidest jeden Tag, mache ich was für mein Business oder liege ich auf der Couch? Also lasse ich die Bequemlichkeit zu oder bin ich einfach fleißig? Und fleißig sein zahlt sich auch dann schnell aus. Also du bestimmst dein Tempo und du setzt dir deine persönlichen Ziele. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also Punkt 1, setze dir Ziele. Ich habe immer so Monatsziele und ich habe langfristige Ziele. Und ich weiß auch, was meine Ziele sind. Und ich arbeite halt mit Vision Boards persönlich. Ich finde das ganz, ganz toll, wenn ich das immer sehe und ich auch die Bilder da drauf habe und ich da Emotionen entwickle, wenn ich da drauf schaue und ich mich dann schon freue, was zu machen, weil ich das erreichen will. Also Vision Board ist einfach so meine Planung. Planen kann natürlich jeder, wie er mag. Das ist individuell. Es gibt auch Menschen, die machen es schriftlich mit Excel-Listen, keine Ahnung. Ich habe noch nie eine Excel-Liste erstellt, um ehrlich zu sein. Ich mag es einfach kunterbunt und chaotisch, aber läuft auch. Also jeder muss es halt für sich selbst entscheiden. Überdenke deine Alltagsroutine. Ich habe dann gemerkt, am Anfang, ich stecke oft in Sachen, die ich erledigen muss, hänge ich so 2, 3 Stunden fest, weil ich dann, während ich das mache,
immer wieder abschweife mit meinen Gedanken oder so rumtrödle und ich weiß nicht, was alles mache. Und das habe ich geschafft abzustellen tatsächlich. Ich habe da so ein bisschen Unterstützung, so einen kleinen Energy Drink. Ich möchte jetzt aber hier keine Werbung machen, der rein pflanzlich ist und der auch die geistigen Fähigkeiten tatsächlich unterstützt und hat mir super geholfen. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier kein Werbungsvideo. Aber es hat mir einfach super geholfen, einfach so Sachen, wo ich vorher 2-3 Stunden gebraucht habe, die konzentriert zu machen, auf den Punkt zu bringen und in einer halben Stunde zu erledigen. Also wenn du jetzt deine EPAS machst, was ist EPAS? EPAS heißt einkommensproduzierende Tätigkeiten. Das heißt, ich führe Gespräche mit Menschen, ich lade die ein für Homepartys oder ich weiß nicht, auf jeden Fall, ich führe einfach Gespräche mit Menschen und schon Gespräche, wo ich weiß, da habe ich danach Kunden oder Interessenten oder ich habe einfach mal ein Gespräch gemacht. Und das mache ich dann so, dass ich nicht jemand anrufe und ich rede dann 2 Stunden über Gott und die Welt, sondern ich versuche in einer halben Stunde wirklich mit 3 Menschen zu telefonieren zum Beispiel. Einfach das so ein bisschen komprimieren und nicht so ausschweifend alles zu machen. Und lieber dann einen Termin im echten Leben ausmachen, aber das Telefonat, also den Weg dahin, kurz halten. Das ist so ein Tipp. Genau, also einfach mal, Entschuldigung. Apropos Smartphone ist auch so eine Sache. Also, das war jetzt auch gerade bei einer Gruppe von mir. Ich bin in wahnsinnig vielen Gruppen drin. Das seid ihr, wenn ihr im Network-Business seid, wahrscheinlich auch. Also ihr werdet eine Teamgruppe haben oder mehrere Teamgruppen haben. Ihr werdet eine Coaching-Gruppe haben, wo ihr drin seid. Also wenn ihr wirklich Business machen möchtet und erfolgreich werden wollt, seid ihr bestimmt in einer Teamgruppe. Und ich arbeite so mit meinem Team. Wer möchte, kann in diese Coaching-Gruppen. Und da gibt es halt auch so Aufgaben, damit man einfach lernt, wie funktioniert das nebenbei im Alltag. Und diese Aufgaben sind meistens eben in Videoform. Und wenn man in so einer Gruppe drinnen ist, dann ist da auch ganz schön was los. Und da ist so ein Tipp, Top-Tipp von mir. Das Headset. Und ich mache das so, dass ich zum Beispiel diese Sachen von den ganzen Gruppen nebenbei höre. Also das kann man Stöpsel rein und dann kann ich entweder im Auto, ich schaue halt nicht aufs Handy, ich schaue mir das Video jetzt nicht an, ich höre es halt nur, lege das Handy am Beifahrersitz und ich höre mir das alles an. Oder ich höre mir die Sprachnachrichten an und kann mich aber trotzdem auf die Straße konzentrieren. Oder wenn ich meine Wäsche zu machen habe oder mein Bügelkorb muss gebügelt leer werden. Und also der Bügelkorb muss nicht gebügelt werden, aber die Wäsche muss gebügelt werden. Dann, dann höre ich nebenbei. Oder es ist vielleicht ein offizielles Webinar, eine Weiterbildung. Das Headset ist das A und O für mich, wo man das wirklich in seinen Alltag einbauen kann. Zumindest die Schulungen. Oder halt diese ganzen Sachen aus den Gruppen. Weil wenn ich, also ich habe ja schon ein großes Team aufgebaut, wenn ich mal einen Tag offline bin, dann ist es erstmal so der Schock, was bei meinem Handy los ist, wie viele Nachrichten ich da habe per Messenger, per WhatsApp, Instagram, Facebook, was weiß ich, jetzt auch noch neu Telegram, Achtung Werbung. Also ich versuche das immer zwischendurch zu machen. Es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber sogar wenn ich koche und ich bin da am Kochen, dann höre ich die Nachrichten ab und so. Also, dass ich es nicht alles auf einmal habe, sondern halt so peu à peu. Diese Gruppennachrichten. Und diese Gruppen sind aber trotzdem sehr, sehr wichtig, weil wir Networker haben ja jetzt kein Büro, wo wir jeden Tag hinfahren und uns austauschen können, was ich aber ganz, ganz wichtig finde, weil ich kann ja nicht mit meiner Nachbarin über mein Business reden, weil die weiß ja gar nicht, was das ist. Und mein Team ist so wie meine Arbeitskollegen und das ist der Austausch. Und dieser Austausch ist ganz, ganz wichtig, dass man auch eben dran bleibt und seinen Fokus nicht verliert, finde ich. Deswegen sind die Gruppen auch ganz, ganz wichtig. Und das muss man sich halt so einteilen, dass man das auch schafft.
Dann für diese Gruppen habe ich noch einen Tipp, wenn ihr da Aufgaben habt von eurem Coach oder Mentor, dann macht es nicht am Tag vorher oder in der letzten Sekunde, sondern meistens weiß man das ja schon eine Woche vorher. Ich mache immer alles gleich, dann habe ich es erledigt, Haken dahinter, fertig. Und wenn ich zum Beispiel Produktvideos mache für meine Kunden oder so, die ich ja immer aktualisiere, die ich dann auch mal schnell verschicken kann, dann mache ich nicht eins, dann mache ich gleich vier hintereinander und habe es wieder so komprimiert. Als wenn ich mich dann jedes Mal, sage ich jetzt mal, alles vorbereiten muss und diese Vorbereitungszeit fällt dann halt einfach bei den drei Videos, bei den vier Videos nur beim ersten an und bei den anderen drei fällt schon mal weg. Habe ich schon wieder Zeit gespart. Also das ist vielleicht auch so ein Tipp. Jetzt habe ich ewig von was anderem geredet, Entschuldigung, aber es ist immer so chaotisch bei mir. Also der erste Punkt war, setz dir Ziele, hab deine eigenen Prioritäten. Ganz, ganz wichtig. Und den klaren Fokus auch auf das. Und werde nicht bequem, also sei fleißig. Genau. Wenn du Bequemlichkeit einfach keine Chance. Ich glaube, die zwei größten Erfolgsverhinderer, da habe ich ja ein extra Video drüber, sind einfach Bequemlichkeit, also der innere Schweinehund und Angst vor Fehlern oder Angst, anderen Menschen nicht zu gefallen, also alle möglichen Ängste. Und diese zwei Sachen sind die größten Erfolgsverhinderer. Und ich mache das, was mir gefällt, immer schon. Und ich liebe das Network-Business, weil ich nichts muss. Und ich, wenn ich was muss, dann mache ich so ungefähr gerade gar nichts oder nur das Nötigste, weil das ist bei mir halt so. Es hat mich schon in der Schule genervt, was zu müssen. Und später dann sowieso. Und ich bin auch gerne einfach mein eigener Chef und habe meine freie Zeiteinteilung. Und der Witz ist, wenn ich freie Zeiteinteilung habe, dann und ich selbst entscheide, was ich tue, dann tue ich eigentlich doppelt so viel, als nötig wäre. Weil ich es frei entscheiden kann und es für mich einfach ein anderes Gefühl ist, als wenn ich irgendwas vorgegeben kriege oder wenn ich irgendwas muss. Und nützt bitte das, wenn ihr euch euer Nebenbei-Business aufbaut. Also ihr wisst, das ist mein Baby, das baue ich mir auf, das mache ich nur für mich. Und das kann man so... Für mich war das immer so, dass ich da so extrem fleißig war, weil das mir wichtig war und auch ich das gern gemacht habe, weil das mein persönliches Ding war. Ich kann das machen, ich muss es aber nicht machen. Und wenn ich es aber mache, dann werde ich erfolgreich. Dann habe ich aufgeschrieben, der dritte Punkt ist eben auch dranbleiben und durchhalten. Hoch und tief ist ganz normal. Das ist normal. Es gibt niemanden, der nur am aufsteigenden Ast ist. Es gibt immer, entweder wenn man sich so einen Weg vorstellt, es gibt keinen Weg, der nur gerade ist, sondern es gibt Abzweigungen, es gibt Kurven, der schlängelt sich und da vorne ist das Ziel. Oder wenn ich einen Berg raufgehe, dann werde ich nicht so ganz gerade erklimmen können. Dann muss ich halt mal um den Felsen rumgehen oder mal eine Biegung gehen. Und genauso ist es halt auch bei jedem Business. Oder wo ich halt erfolgreich werden möchte oder wo ich mein Ziel verfolge. Es gibt immer Ups und Downs und es gibt immer Durststrecken und jeder von uns hat die. Egal, wo er gerade steht oder ob auch gerade anfängt oder schon 4 Jahre das macht, so wie ich. Jeder hat so Durststrecken, das ist ganz normal. Aber wenn man viel spricht, dann sieht man auch Samen und die müssen ja auch nicht gleich aufgehen. Die gehen oft ein Jahr später auf. Das weiß man halt da noch nicht. Und auch diese Neins, ein Nein heißt ja nicht zwingend für immer Nein. Passt halt für den jetzt gerade in dem Moment nicht. Vielleicht passt es aber in einem Jahr. Dann kommt er in einem Jahr auf euch zu und sagt, hey, jetzt würde ich doch gern was wissen über die Produkte oder kannst du es mir doch mal zeigen. Und einfach nicht aufdringlich sein und ein Nein akzeptieren, ganz klar. Aber trotzdem nicht aufdringlich und freundlich bleiben, weil dann wird oft aus einem momentanen Nein später ein Ja. Das ist einfach meine Erfahrung. Und setzt euch kleine Belohnungen für Etappenziele. Hat jetzt auch was mit dem Zeitmanagement zu tun. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Wochenplanung habe und meine Monatsplanung und, Entschuldigung, ich habe in dem Monat meine ganzen kleinen Ziele erreicht. Was weiß ich, 4 Homepartys gemacht. Und ich habe das gemacht und erreicht, dann gönne ich mir halt was. Also ich gönne mir dann immer
ein tolles Produkt von meiner Company zum Beispiel. Und habe auch das, was ich mir dann gönnen möchte, auf meinem Vision Board drauf. Ich habe mir da auch schon mal ein paar Schuhe gegönnt. Einfach so Kleinigkeiten sich auch belohnen. Ganz, ganz wichtig, wenn man so das geschafft hat. Also für mich ist es wichtig, kleine Etappenziele auch und dann auch für das belohnen. Und genau, bei den E-Pass eben auf den Punkt kommen, ganz, ganz wichtig. Und viele, viele, das ist einfach meine Erfahrung auch vom Team, die wollen wirklich. Und ich habe dann auch oft so Einzelgespräche und die finden alles toll und wollen wirklich und die denken und denken und denken und denken, was sie nicht alles machen und die haben halt 1000 Ideen, aber es kommt nicht zur Umsetzung. Also verzettelt euch nicht so in dieses Denken, 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 sondern macht's einfach mal. Das ist einfach was, das habe ich Gott sei Dank irgendwie von Gott gegeben gekriegt, keine Ahnung. Ich mache immer einfach mal. Weil was kann mir schon passieren? Ich sage es jetzt mal ganz banal, wenn ich auf die Schnauze falle, Entschuldigung, ja, dann ist mir auch nichts passiert. Dann habe ich was draus gelernt oder ich weiß, okay, es war vielleicht keine so gute Idee. Aber ich habe einfach mal gemacht. Und hätte ich nicht gemacht, dann wüsste ich es auch nicht, ob ich auf die Schnauze falle oder nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also einfach mal machen und nicht so viel denken. Und ich bin wahnsinnig kreativ. Ich bin auch freiheitsliebend, spontan. Ich bin aber auch ein wahnsinniger Dickkopf und ehrgeizig und ja, ist halt so. Und ich mache aber einfach. Also das hat auch so seine Vorteile. Und ihr seid gut, wie ihr seid. Das ist auch noch ganz wichtig. Auch wenn ihr jetzt, ich weiß nicht, ein Dickkopf seid, alles hat ja so seine Vorteile. Dickköpfigkeit hat ja auch was mit Zielstrebigkeit und Ehrgeiz zu tun. Wenn ich jetzt mein Ziel erreichen will, dann bin ich ziemlich dickköpfig, dass ich das erreiche. Und ich suche dann immer irgendwelche Wege, wenn irgendwas nicht funktioniert, dass es funktioniert. Aber ich weiß nur, dass es nicht funktioniert, wenn ich mal was getan habe. Also wenn ich irgendwas gemacht habe und es ist in die Hose gegangen, dann kann ich mir überlegen, okay, jetzt muss ich irgendwas anderes machen, aber machen, damit es funktioniert. Und genau, planen kann man, ich habe zum Beispiel gerne alles schriftlich, viele machen es auch schon mit dem Smartphone. Fürs Team plane ich die ganzen Sachen, da gibt es so einen Kalender, ist jetzt wieder Werbung, das heißt Timetree, das ist so eine App, da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr schon ein Team habt, die ganzen Online-Fresh-Termine eintragen und so weiter. Und jeder vom Team kann das dann sehen, ach, da ist das, da ist das, da ist das. Das ist auch so eine Art Zeitmanagement. Und ich selber habe für mich so privat so einen Handkalender, einfach so ein Notizbuch, sage ich jetzt mal, und aber halt mit Kalender, mit Tagen und Datum, wöchentlich, also wenn man es aufklappt, eine Seite ist immer eine Woche und da schreibe ich immer alles rein. Und ich plane am Monatsanfang meine Homepartys. Da plane ich mir zum Beispiel zwischen 2 und 4 Termine ein, mache ich aber Monatsanfang. Und dann lade ich zu diesen Terminen gezielt ein. Das ist einfach wichtig. Oder ich mache gleich morgens nach dem Aufstehen Sprachnachrichten per WhatsApp, wenn irgendwas Wichtiges ist. Informiere auch meine Partner, ich informiere meine Kunden, ich rede einfach. Und Sprachnachrichten verschicken ist halt sowas, was ich super finde, weil es geht rucki zucki und diese Schreiberei geht mir auf die Nerven. Und ich schicke halt immer Sprachnachrichten und es ist auch persönlicher. Und in der Sprachnachricht kommt auf jeden Fall mehr Emotion rüber als in dem schriftlichen Text. Und ich spreche dann auch die Leute persönlich an mit Namen und sage, ja, hallo Susi, wie geht's dir denn? Du, es gibt ein neues Special, wollte ich dir nur kurz berichten. Und am Schluss stelle ich irgendeine Frage und auf die Frage kriegt man ja dann meistens eine Antwort. Also wichtig ist, eine Frage am Schluss stellen. Genau, und ich mache das halt so fokussiert. Zum Beispiel, ich weiß, ich mache zum Beispiel, im Fokus habe ich 3 E-Pass mache ich am Tag. Und wenn ich jetzt zum Beispiel morgens gleich mal 3 Sprachnachrichten schicke, habe ich schon meine 3 E-Pass. Das ist Zeitmanagement. Und wenn ich halt morgens müde bin und keine Lust habe, dann muss ich es halt abends machen. Aber dann mache ich es jeden Abend. Also der Zeitpunkt ist ja egal, aber machen. Das ist auch noch wichtig. Und ja, mit so einer Sprachnachricht kann es einem auch nicht passieren, dass man dann 2 Stunden telefoniert. Ist auch ganz was Praktisches bei den Sprachnachrichten. Und was auch der Vorteil ist,
man kann ausreden, ohne dass man unterbrochen wird. Und das Gegenüber, wenn er eine Sprachnachricht zurückschickt, kann auch ausreden. So ein Hauptfehler von mir, ich unterbreche oft die Leute. Macht man nicht. Zuhören ist ganz, ganz wichtig. Also ich arbeite da dran. Das ist aber halt so ein Manko von mir. Ich rede einfach gern und ich unterbreche die Leute und ich bin immer schon in Gedanken weiter. Aber Zuhören ist einfach wichtig. Und deswegen sind diese Sprachnachrichten für mich ein optimales Tool, weil ich kann sprechen, dann spricht mir mein Gegenüber zurück, wenn er Zeit hat, kann auch ausreden, dann kann ich wieder ausreden, wenn ich spreche und so. Also das ist der Vorteil von den Sprachnachrichten. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist bei dem Zeitmanagement, bei diesen ganzen Sachen, die man zu tun hat, du selbst bist auch noch wichtig, also ein Ausgleich. Das heißt, ich zum Beispiel spiele Tennis. Mindestens 3 bis 4 Mal in der Woche stehe ich 2, 2,5, 3 Stunden auf dem Tennisplatz. Und in dieser Zeit ist in meinem Kopf tatsächlich nur Tennis. Und ich bewege mich. Ich schwitze dabei, blöd gesagt. Ich fühle mich nachher happy, weil man ja dann diese Glückshormone produziert, wenn man Sport macht. Also Sport ist einfach so ein Top-Tipp. Wenn du nicht sportlich bist, dann würde ich wenigstens mal im Wald spazieren gehen oder in den Park gehen, einfach raus in die Natur, in die Sonne oder mal ein gutes Buch lesen. Einfach Zeit für dich. Oder in die Badewanne legen mit einem schönen Ölbad und Kerzen anmachen und Zeit für dich. Ganz, ganz wichtig, vergesst es nicht auf euch selbst. Und auch wenn man Kinder hat und so, diese Zeit, dass man das so einteilt eben, jetzt ist Familienzeit, jetzt sind meine Ehepaar dran, jetzt ist Zeit für mich, jetzt ist die Zeit für den Haushalt, jetzt ist mein Hauptjob. Also das kann man sich schon so einteilen. Entschuldigung, jetzt habe ich mir gerade zum Hals. Zum Beispiel in der Krisenzeit, wo der Lockdown war, habe ich sofort am ersten Tag mit meiner Familie geredet, sage ich, wir brauchen einen Zeitplan, Zeitmanagement. Ich brauche meinen Raum, wo ich arbeiten kann in Ruhe. Mein Mann braucht seine Zeit. Mein Sohn braucht seine Zeit. Dann haben wir auch noch Homeschooling und den Haushalt, den Garten etc. Wir brauchen ein Zeitmanagement. Und wir haben es wirklich am ersten Tag uns eingeteilt. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt genau der Plan war. Ich habe, glaube ich, also von 9 bis 11 war Homeschooling. Von 11 bis 1 war meine Zeit, wo ich nicht gestört werde. Und es wussten auch alle, da habe ich einfach gearbeitet. Und mein Mann hat dann auch seine Zeit gehabt. Dann habe ich in der Zeit den Haushalt gemacht. Und wenn ich gearbeitet habe, hat er zum Beispiel den Garten gemacht. Also wir hatten wirklich so ein Zeitmanagement. Das hat super funktioniert. Und sind uns auch gleichzeitig nicht auf die Nerven gegangen, weil wir halt nicht den ganzen Tag aufeinander gehockt sind. Obwohl wir alle zu Hause waren, weil jeder so seine Sachen auch gemacht hat. Genau, ganz, ganz wichtig. Also einfach einteilen. Und ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Plant eure Homepartys am Anfang des Monats und nebenbei. Das ist auch wichtig. Also das ist mal die Planung und dass ich meine Homepartys einplane für den Monat, dass ich weiß, ich lade da ein. Das sind dann eben die E-Pass. Täglich mindestens 3. Einladungen quasi für diese Homepartys. Und das ist die Basis. Und wenn ich irgendwo bin, das darf man ja auch wieder raus, und ich rede und es passt, dann ich verwende die Produkte von meiner Company immer überall. Ich kann gar nicht ohne, egal jetzt ob beim Sport oder wenn ich ins Kaffeehaus gehe oder ich weiß nicht. Man braucht ja andauernd irgendwas. Ich möchte jetzt aber auch nicht über unsere Company reden. Und ich habe die Produkte immer dabei und verwende die überall. Und ich habe auch Pröbchen dabei, die ich dann mal verschenke. Und wenn ich auf Menschen treffe, egal jetzt ob beim Tennis oder wenn ich am Sportplatz bin, meinem Sohn zuschaue, egal wo, und es ergibt sich, dann rede ich auch drüber. Also das ist das, was nebenbei passiert. Oder zum Beispiel, wenn ihr in der Mittagspause seid, weil ihr noch einen Hauptjob habt. Ich habe ja keinen, ich mache jetzt Network Only. Aber vorher, im normalen Job, Mittagspause, kann man ja auch drüber reden, trifft man ja auch Menschen. Oder, ja, genau. Also ihr könnt den ganzen Tag drüber reden, wenn es passt.
Das darf man auch nicht vergessen. Und dann 2 Jahre einfach fleißig sein, dann wird es auch funktionieren. Also planen die Homepartys für jeden Monat, dann täglich diese 3 EPAs mindestens, diese 3 Einladungen quasi oder diese 3 Kontakte auch mit bestehenden Kunden. Einfach 3 Kontakte wichtig ist am Tag zu machen, für das Business natürlich. Und nebenbei empfehlen, wenn es passt. Ohne, dass man aufdringlich ist, aber einfach, wenn es passt. Und ja, das ist jetzt so mein Video über Zeitmanagement. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen geholfen, dass ihr in euren Alltag, vielleicht auch nebenbei euer Business, in die Alltagsroutine einbaut. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und macht es gut.